Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch einen tollen Künstler vorstellen. Sein Name ist James Rizzi. Er wurde am 5. Oktober 1950 in New York geboren, hatte zwei weitere Geschwister und seine Mutter stammte aus Irland. Sein Vater hatte eine italienische Familie, deshalb auch die Aussprache seines Nachnamens Rizzi. Er studierte mit 19 Jahren Kunst an einer Akademie in New York und entwickelte schon während seines Studiums die 3D-Grafik. Nach Abschluss seines Studiums feierte er bereits erste Erfolge und wurde der breiten Öffentlichkeit bekannt. Er gestaltete bunte Autos, fröhliche Briefmarken, verrückte Flugzeuge, fröhliches Porzellan und natürlich seine schönen Bilder. Er war schon zu Lebzeiten besonders bekannt und berühmt und erhielt deshalb zahlreiche Preise und Auszeichnungen für seine Arbeiten. Sein häufigstes Motiv war seine Heimatstadt New York und dessen Bewohner. Seine Bilder waren einfach, bunt, kindlich gehalten, fröhlich und voller Lebensfreude und Optimismus. Leider verstarb James Rizzi viel zu früh mit 61 Jahren am 26. Dezember 2011 in seinem Studio im Stadtteil Soho im New Yorker Bezirk Manhattan. Dennoch hinterließ er uns viele tolle Kunstwerke und fröhliche Bilder, an denen wir uns heute noch erfreuen können. Jetzt wollen wir selber kreativ werden und dazu brauchst du eigentlich nur ein weißes Blatt Papier, einen schwarzen Filzstift und Buntstifte, also entweder Holzfarbstifte, Filzstifte, du kannst auch Wachsmalkreiden verwenden und du kannst genauso gut mit deinem Malkasten dann später dein Bild bunt gestalten. Und dann kann es schon losgehen. Wir beginnen damit, dass wir uns verschiedene Häuserformen auf dem Papier vorzeichnen. Du könntest das dann auch mit dem Bleistift machen, wenn du dir unsicher bist. Aber du kannst ja eigentlich nichts falsch machen, denn die Häuser dürfen ja verrückt sein. Deswegen kannst du auch gleich mit dem Filzstift beginnen. Also ich fange jetzt hier an, dass ich mein erstes Haus vorzeichne. Ich möchte jetzt, dass das hier so eine Art Zwiebelturm oben drauf hat. Dahinter stelle ich dann ein Haus mit einem eher eckigen Dach. Und so bist du halt völlig frei, was deine Hausform angeht. So, das ist jetzt schon fertig, die Häuserformen vorzuzeichnen, und jetzt fängst du damit an, dass du dir Gesichter aufzeichnest. Dazu habe ich dir hier so kleine Vorlagen vorbereitet, die findest du dann auch wieder unten in der Infobox verlinkt, und zwar einmal für die Nasen, für die Augen und für den Mund. Wir brauchen jetzt als erstes natürlich die Augen. Da suche ich mir jetzt hier einfach etwas aus, was mir gut gefällt für mein erstes Haus. Lege mir das hier so daneben. Und dann nehme ich jetzt, nehmen wir diese Augen. Und die Häuser, die können jetzt besonders fröhlich ausschauen. Sie können auch mal traurig aussehen oder ein bisschen verrückt. Wütend, da kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Und das Spannende ist ja eigentlich, dass du selber am Anfang noch gar nicht weißt, was am Ende rauskommt. So, die Augen meiner Häuser sind fertig. Dann suchen wir uns jetzt Nasen aus. Dann nehme ich mir jetzt meine Nasenvorlage. Und wähle mir jetzt
ein paar Nasen aus. Gut, das schaut jetzt schon ganz witzig aus. Jetzt nehmen wir uns noch die Mündervorlage und zeichnen uns die Münder auf. Mal schauen, hier bei dem ist jetzt der Mund schon dabei, bei der Nase. Und jetzt den hier noch ganz witzig, dann nehmen wir den noch für den. So schauen jetzt erst einmal die Häuser aus. Jetzt mache ich noch Fenster rein. Da ist jetzt auch wieder erlaubt, verschiedene Fenster zu machen, kleine und große Fenster, wie es dir gefällt. Du kannst natürlich auch Türen reinmachen. Jetzt kannst du deine Häuser noch ein bisschen verzieren, wenn du das möchtest, damit das Ganze noch ein bisschen lustiger und netter ausschaut. Und schließlich kannst du auch den Hintergrund noch gestalten. Jetzt ist mein Bild fertig und ich kann beginnen, das Ganze farbig anzumalen. Hier kannst du, wie gesagt, Holzfarbstifte, Filzstifte, Wachsmalstifte und den Malkasten verwenden. Du kannst auch die verschiedenen Farben mischen, wie es dir am besten gefällt.
Jetzt ist mein Bild fertig gemalt und ich finde, es ist richtig fröhlich und bunt geworden. Ich habe auch noch ein anderes vorher ausprobiert gehabt. Das schaut dann so aus. Also wichtig ist, dass du wirklich sehr kräftige, fröhliche Farben verwendest und dass es richtig schön bunt wird. Ich verlinke dir unten in der Infobox die Vorlagen für die Augen, die Nase und den Mund. Und du bekommst auch die unausgemalten Vorlagen, wenn du sagst, es ist mir noch zu schwierig für den Anfang, ich würde es erstmal gerne erstmal ausmalen, bevor ich dann selber anfange, eigene Häuser zu entwerfen. In diesem Sinne wünsche ich dir wieder ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Thank you.